Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Und ja, ich weiß, es ist schon eine gute Zeit her seit dem letzten Video, aber das ist natürlich auch ein bisschen den mangelnden News zu Battlefield 2042 geschuldet und auch ich brauchte mal ein paar Tage Abstand zu dem Game, weil ich natürlich nach wie vor an diversen Guides für Waffen, Heli und so weiter für euch arbeite, aber irgendwie hat mich so kurzzeitig auch ein bisschen die Lust verlassen, plus ich hatte echt viel zu tun, so im Office und so weiter, deswegen fehlte da auch ein bisschen die Zeit und ich habe auch einfach mal einen gewissen Break gebraucht, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern Battlefield, die offizielle Seite, hat ein Battlefield Briefing zur Season 1 eben rausgehauen, indem sie uns über einige Dinge informieren. Grundsätzlich ist mal viel Positives dabei, auch wenn es natürlich viel zu spät ist, aber ich möchte heute nicht irgendwie in so einen negativen Vibe reinkommen, sondern wir versuchen das Ganze einfach mal positiv gemeinsam durchzugehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den ein oder anderen Downer, was die Terminschiene betrifft, aber man muss halt da auch ganz ehrlich sagen, am Ende des Tages ist es jetzt sowieso schon, ist der Kahn schon so tief im Dreck gefahren, jetzt da mit einer Season irgendwie zu schnell und wieder zu verbuggt zu starten, macht halt dann wahrscheinlich auch keinen Sinn. Also, worum soll es gehen? Erster großer Downer ist, die Season 1 wird von März auf den frühen Sommer verschoben. Da kann sich jetzt jeder selber ausdenken, was ist denn früher Sommer? Sommer geht bei mir so ab, ja, Juni, Juli los. August ist dann vielleicht schon Vollsommer, also es wird sich auf jeden Fall hinziehen bis zur Season 1. Als Grund wird da ganz einfach genannt, dass sie sich das Feedback zu Herzen genommen haben und da sehr viel Arbeit hinein investieren wollen, um ganz eben diese Season 1 dann auch das Ding mal in eine positive Richtung zu drehen, und ich denke, das ist auch erforderlich, weil, sind wir mal ehrlich, also diese vielen Punkte, die der Community halt eben nicht gefallen, die hätten bis zu einer ersten Season auch nicht im März irgendwie in irgendeiner Art und Weise gefixt werden können. Also von daher ist es zwar ein Downer, so contentseitig, weil wir jetzt einfach damit klarkommen müssen, dass halt lang nichts zum Thema Content kommen wird, aber nichtsdestotrotz ist es halt so the last chance, würde ich mal sagen, dass aus dem Game vielleicht am Ende des Tages trotzdem noch mal was Gutes wird, und nichts Nichtsdestotrotz wird es natürlich auch kleinere Updates in der Zwischenzeit geben. Darauf gehen sie auch ein. Unter anderem das schon bekannte Scoreboard eben. Das wird übernommen und es werden auch nochmal diverse Themen angepasst. Wir haben das ja schon mal besprochen. In der ersten Quick-Vorschau war ja zum Beispiel kein KD-Verhältnis dabei. Das Scoreboard war nicht nach Teams geordnet, sondern einfach random Spieler 1 bis Spieler 128 untereinander geschalten. Also da wird es neue Spalten geben. Es wird anders aufgezogen werden. Also das sollte auf jeden Fall funktionieren. Die Sprachkommunikation auf allen Plattformen soll gefixt werden. Natürlich auch ein Ding, was hätte von Anbeginn im Spiel sein müssen. Nichtsdestotrotz arbeiten sie dran, und Spielerprofil gibt euch einen besseren Überblick über eure Karriere auf dem Schlachtfeld und den Weg bis zur nächsten Freischaltung. Okay, also das ist jetzt vielleicht eher so kosmetischer Art und Weise, was aber gut ist. Sie arbeiten auf jeden Fall am Squad-Teamplay, das heißt nicht nur an Dingen wie, dass ihr besser pingen könnt, sondern das, wie in anderen Battlefield-Teilen natürlich auch schon existent, ihr auch zusätzliche Punkte bekommt, wenn ihr Assists macht, wenn ihr zum Beispiel einen sehr weiten Headshot macht, dass das halt eben nicht nur 50 Punkte XP gibt, wie sonst auch, sondern dass halt da irgendwie ein Multiplikator dann mit reinkommt, und das sollte eben auch so der Fall sein. Zusätzlich wird auch nochmal am Gunplay etwas verbessert. Da sehen wir mal, am Ende des Tages wünschen wir uns vielleicht, dass Balancing technisch da auch einfach nochmal etwas passiert, ja, dass diese K30 und insbesondere die AC42 und solche Geschichten halt in einem ordentlichen Verhältnis stehen. Dann gehen sie noch relativ ausführlich auf eine neue Feedback-Loop ein, also wo sie wirklich mit der Community scheinbar in die Diskussion gehen wollen, da auch diverse Themen durchbehandeln wollen und dann die Ergebnisse daraus auch wiederum auf der Website veröffentlichen möchten. Wie das Ganze dann vonstatten geht, das wissen wir noch nicht, das werden sie uns aber zeigen. Themen werden da unter anderem sein, wie eben die Maps in Zukunft aufgesetzt werden wollen, wie solche Dinge wie zu wenig Deckung auf den Maps umgesetzt bzw. erstmal aufgenommen und dann umgesetzt werden soll. Also auch da würde ich sagen, bleiben wir mal im positiven Framing als erstes drin, und zumindest ist es ein richtiger Step, da einfach ja die Community an der Stelle auch wieder mitzunehmen. Hat man ja jetzt auch lang genug ignoriert.
Aber wie gesagt, wir bleiben positiv heute, Leute. Weil, ganz ehrlich, das Spiel ist sowieso schon kurz vorm Abkacken. Und was ist denn dann die Alternative? Wollen wir dann wieder zu Battlefield 5, Battlefield 1 und Battlefield 4 gehen? Wäre schon nice, wenn das hier nochmal was wird. Auf der anderen Seite bin ich halt natürlich auch bei euch. Mich stören da auch viele Dinge und kann man halt nicht durchgehen lassen. Weil auf der anderen Seite nimmt halt das Franchise dann eine Richtung, die dann auch bei einem Folgegame wieder umgesetzt werden würde. Und das wollen wir natürlich nicht. Also alles gut. Und dementsprechend, wir haben es am Anfang schon mal kurz angerissen. Natürlich der erste Downer, und zwar, dass die Season 1 eben verschoben wird. Sie haben zwar nochmal, ja, für alle Vorbesteller und so weiter so ein kleines Bundle mit einem, ja, ich würde mal sagen, ganz okayem Skin hier an den Start gebracht. Aber am Ende sind es halt zwei Waffenskin, ein Heldenskin, jetzt sage ich schon Held, und ein Boldskin und noch ein Messer. Also ist jetzt nicht die Welt, aber zumindest irgendwas. Und am Ende des Tages, ja, ihr wisst ja, mit Herzblut sind sie dabei und nehmen alles auf und so weiter. Wir werden DICE an ihren Taten und an der Umsetzung und inwieweit sie die Community jetzt wirklich in die Kommunikation einbinden und da auch wirklich realistische Schlüsse daraus ziehen und diese auch umsetzen. Also bleiben wir positiv und schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich hoffe, es wird noch was, weil ansonsten geht das dann irgendwie mal, ja, in eine ganz falsche Richtung, beziehungsweise muss man halt einfach sagen, Battlefield 2042 muss schon aufpassen, dass sie dann überhaupt noch Spieler haben, wenn die Season 1 rauskommt. Also, stay strong, Leute. Wir bleiben auf jeden Fall weiterhin am Start. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Haltet wie immer die Ohren steif und wir sehen uns dann auch ganz bestimmt zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haut rein, euer A-Team.